denn da los? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abend des Summoners in League. Wir haben Spielwoche 4 bereit und wir sind wieder das unfassbar tolle Cast Atomo, Bart und Clarks. Yay. Okay, genug. Das war Elan. Das war vollkommen falsch. Aber ja, wir haben heute wieder schöne Spiele für euch. Und wir fangen direkt an mit Big gegen Schalke. Ist ja jetzt die zweite Hälfte, das heißt, die Teams kennen sich alle schon, durften sich alle schon mal beschnuppern. Und ich bin mal gespannt, wie die Rückspiele jetzt quasi alle aussehen werden. Ja, vor allem, weil Big gegen Schalke eine sehr spannende Partie werden sollte. Auf dem Papier sind die Teams sich ja nicht zwingend ähnlich in der Spielweise, aber vom Skill-Level bzw. von der Stärke halt recht nah beieinander. Wobei man sagen muss, Big hat sich über die letzten Wochen in einigen Turnieren nochmal stark verbessert. Da bin ich positiv überrascht. Auf der anderen Seite ist Schalke natürlich ein Team mit sehr viel Ambition. Die werden eigentlich in jeder Region für die Spitze gehen oder versuchen, die Spitze zu erreichen in der Tabelle. Und hier dauert es noch ein bisschen, bis man da seine Position wirklich festigen kann. Aber ich denke, Big gegen Schalke sollte ein Best of One werden, weil es sind alles Best of Ones, bei dem wir die beiden Teams auf Augenhöhe sehen. Hängt natürlich immer von der Team-Kombo ab, ne? Aber ich glaube, es sind auf beiden Seiten gute Voraussetzungen, gerade nachdem Bravado einen neuen PC hat. Das ist das Wichtigste natürlich. Wobei man sagen muss, es wirkte tatsächlich so, als hätte er dadurch ein bisschen besser gespielt. Das stimmt. Also seitdem keine groben Fehler mehr, vielleicht lag es tatsächlich daran. Wir hören es auch schon, Pick und Bun ist direkt bereit. Ich schau mal kurz, hier passt alles. Und dann können wir direkt loslegen. Immer noch der 9-3er-Patch. Diese Woche kommt ja der 9-4er. Das heißt, nächste Woche wird es auch nochmal interessant. Weil wenn zum Beispiel so Leute wie Urgot nochmal genervt werden. Aber wie gesagt, heute sind wir auf dem aktuellen Stand. Das heißt, LeBlanc raus, Lucian raus, das sind immer noch akzeptable Bans hier. Ja, vor allem LeBlanc gegen Sertus hier, vermutlich sogar ein Must-Ban, muss man sagen. Und mal schauen, was man noch angeht. Also entweder man lässt Urgot tatsächlich durch, aber ich würde sagen, momentan ist Urgot einfach ein 100%iger Redside-Ban, weil Blueside wird ihn auf jeden Fall first picken. Nicht auf jeden Fall, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Wir haben schon Teams gesehen, die höhere Prioritäten auf andere Champions gelegt haben. Lucian zum Beispiel ist immer noch extrem beliebt, auch wenn seine Winrate gar nicht dafür spricht. Aber der ist hier an der Stelle auch rausgenommen worden. Ansonsten band man hier viele Midlaner gegen Sertus und Urgot auf der Seite von Big. Und das liegt daran, dass man einfach hier an der Stelle was anderes als Urgot auf der Toplane spielen will oder First picken will. Das heißt, man versucht hier den Pick für die Gegner nochmal zu verhindern. Und Venter mit einem Urgot wäre auf jeden Fall ein gefährlicher Gegner gewesen. Ja, das auf jeden Fall. Also in den nationalen Ligen geht man ja meistens wirklich so Richtung Target. Man guckt eben, wo sind die Stärken der gegnerischen Spieler. Versucht darauf einzugehen. Tatsächlich, Urgot jetzt aber blauen Seite gebannt einfach, weil sie selbst ihn vermutlich nicht haben wollen. Oder weil sie halt was anderes priorisieren, first picken wollen und dann nicht abgeben wollen. Aber Jace zum Beispiel ist ein sehr guter Pick und Urgot hätte sogar die Möglichkeit gehabt, gegen einen Jace gegenzuhalten. Mit Jace auf White Knight hast du halt hier einen Charakter, der sehr schnell für Tempo im Spiel sorgen kann, der halt auch im besten Fall Split pushen gehen wird, nachdem er einmal ins Spiel gekommen ist. Ansonsten Javan auf Seiten von Schalke und Zoe in der Midlane. Natürlich eine Menge Reichweite, auch ein recht gutes Scaling, aber sie ist nicht ganz unanfällig. Ne? Sie ist halt sehr, sehr leicht zu predikten. Ja, die Sache beim Zoe-Pick hier ist auch nochmal extrem gut, weil normalerweise in der LCS haben wir das sehr oft gesehen, Zoe und Jace so oft zusammengespielt werden. Dann kommt die Trouble Bubble aus 10 Kilometern, dann kommt der Schockblast auch aus 10 Kilometern und der Gegner ist down. Das ist das Problem. Deshalb will man die eigentlich nicht in einem Team haben. Für Big jetzt natürlich auch nochmal gut, Jace ist momentan 4-Positionen-Flex. Ich glaube, mit einer der besten Flex-Champs momentan. Da kannst du den Top-Jungle-Mitte ADC spielen. Ich glaube eher, dass wir White Knight mit Jace sehen, aber theoretische Flex-Möglichkeiten sind noch da. Ja, und auch nur, weil wir Jace einmal im Jungle gesehen haben oder verpottet. Der ist gut im Jungle. Ja, der ist bezweifle gut. Ich auch nicht, aber es gibt deutlich bessere Picks. Und bei einem Donnarz kann man natürlich sagen, okay, der hat einen Jace wahrscheinlich im Repertoire, aber ich gehe hier davon aus, dass wir einen Standard-Jungler sehen. Ansonsten Ezreal aber mit Jace zusammen, also nochmal eine Menge Poke. Zoe wäre in der Combo wirklich ziemlich gut gewesen. Wenn man dazu noch irgendwie im Jungle eine Sejuani oder irgendeinen soliden Frontliner gepickt hätte, war es eine starke Kombo gewesen. Auf der anderen Seite wird sich hier Schalke wahrscheinlich für einen Supporter entscheiden. Ja, Morgana, gut geeignet gegen Alistar. Abraum ist draußen, das wäre so die Standardantwort gewesen. Damit Morgana ist man wirklich gut gewappnet. Gerade auf der Botlane ist es noch nicht die gereworkte Morgana, die kommt nächste Woche wahrscheinlich erst. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie die sich einleben wird. Ja, jetzt nämlich noch ein Ivan-Ban Richtung Donnarz natürlich. Ja, er war einer derjenigen, die ihn auch gespielt haben, als er wirklich gar nicht in der Meta war oder eben überhaupt keine Existenz hatte quasi in der Kluft. Auf der anderen Seite noch die Kaiser momentan neben Lucian wahrscheinlich einer der AD Carries, die Ezreal da am ehesten ein bisschen Druck machen können oder ein bisschen an die Gurgel gehen können, aber den nimmt man auch mit raus, Nunu ebenfalls raus, also hier in der zweiten Bannphase deutliche Target-Bans Richtung Jungle von Big.
Und auf der anderen Seite wird man hier AD-Carries rausnehmen. Man hat schon Ezreal, na, Kaiser hast du schon gesagt, wäre gegen Ezreal gut aufgestellt gewesen, hat halt keine wirklich schwache Phase im Spiel. Aber mit Morgana hätte sie einen wunderbaren Support gehabt. So könnte man auch sowas wie Tristana bannen, genau. Einfach weil die aktuell sehr beliebt ist mit den Crit-Items, nachdem die zurückgeändert worden sind, beziehungsweise halt jetzt nochmal angepasst worden sind, ist sie halt der Crit-AD-Carry schlechthin, weil sie halt auch in der Lage ist, Türme schnell zu vernichten, ihre Laning-Phase nicht wirklich schwach ist. Nur wenn sie hinterm Tower steht, ist es ein bisschen unangenehm. Aber ansonsten wäre der Pick ein sehr guter gewesen. Wir werden hier wahrscheinlich keinen Draven sehen, also kann man auch in die Mitte setzen in der Theorie. Aber ich kann mir eher vorstellen, dass es jetzt ein Echo Jungle für Donuts wird, wenn man den hier schon hovert. Und danach werden wir dann den Midlane-Pick sehen, der höchstwahrscheinlich gegen Zoe ran muss. Ja, auf jeden Fall. Ja, es wird der Lee Sin im Endeffekt sogar für Donuts. Spielt er letzte Zeit häufiger. Also früher hat er den nicht so oft, aber scheint jetzt Gefallen dran gefunden zu haben. Jetzt noch eine Zündor dazu. Ja, Zündor ist fein gegen Zoe, sollte auch Clans mitnehmen im Notfall. Also das wäre für sie so die beste Möglichkeit. Ist eigentlich der Standardspell gegen Zoe. Mal schauen, was man denn im Endeffekt hat. Auf der anderen Seite jetzt vielleicht hat er Taric. Wobei, nee, das ist nur der Hover von Bravado. Das ist ein yep. Champ. Ich habe Morgana vergessen. Immer Taric bei ja. Bravado. Der gehavert wird Jhin. Das bedeutet, wir haben entweder einen Jungle Karthus oder einen Toplane Karthus. Was du halt hier hast, also ich denke, es wird ein Jungle Karthus und ein Jarvan Toplane gegen ja. den Jace. Karthus kriegt da eigentlich Probleme. Was bei Seiten von Schalke bei der Kombo ganz cool ist, ist, sie haben halt eine Menge Reichweite. Ne? Jhin über die Ultimate, Zoe über ihre Qs und dazu ein Karthus. Also du kannst schon sehr viel über Distanz machen. Jhin kann halt auch wunderbar mit einem Snare followen, wenn die Gegner einmal getroffen worden sind. Also einzelne Ziele kannst du hier sehr schnell bursten und versuchen zu catchen. Das sind gute Möglichkeiten. Jarvan hat auch einen recht sicheren Engage und er wird am Anfang wahrscheinlich ein Damage-Item mitnehmen, danach eher auf Tanks setzen. Wobei das Problem auf der Toplane echt ist, wenn er Tiamat am Anfang baut, hält er nicht viel aus. Und Jace kann halt Melee-Matchups gegen ihn immer recht gut ausnutzen. Bei Big sich eine Menge Snowball-Potenzial mit dem Lee, mit dem Jace, auch Syndra, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ihre Bälle dein Gesicht treffen, dann tut das ordentlich weh. Und auch bei Ezreal, der hat schon frühe Möglichkeiten. Also, ich würde Teamcom-mäßig das Ganze an Big geben. Ja, wir machen aber wieder ein kurzes Päuschen. Und dann werden wir sehen, wie das Ganze in-game aussieht. Deswegen bleibt dran. Bis gleich. Mach das wunderbar! Was ist denn da los? Above. I still don't know if I am right, but I know that for your love, I'll go to world's end tonight. We'll be right back.
auf geht's. Ja, ihr habt es gerade schon gehört. Die Vasallen sind erschienen oder erscheinen gleich. Und wir haben jetzt das Bild. Das geht doch. Und deshalb sind wir bereit fürs erste Spiel. Ingame ist wieder sehr laut. Heißt, ich darf wieder die Lautstärke verstellen? Kannst gerne mal gucken. Was mich immer nur wundert, ist, warum die Lautstärke anscheinend immer wieder resettet wird. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht spielt mit dem... Ja, mysteriös. Aber an dem PC, aber das ist ja Account... Ich weiß es nicht. Also, ne? Wir gucken gleich mal, ob wir das vielleicht alles noch ein bisschen anpassen müssen. Also ich würde den Ingame-Sound auf jeden Fall anpassen. Ja, ja, ich dachte, du machst das jetzt schon. Achso, nee. Also, wow. Guck mal, das ist sogar noch. Das heißt, es muss hier eigentlich runtergeregelt werden, oder nicht? Ja, dann mach mal da runter. Ja. Ja, mach mal da jetzt runter, Klags. Ich hab ja runtergemacht. Komm mal runter jetzt, Bart, ne? Ja, ich mach schon runter. Okay, ist nett. Danke. Na, guck mal, wie das Spiel runtergespielt wird von den jeweiligen Teams gerade. Für euch zur Erinnerung, aktuell stehen Big und Schalke genau gleich auf in Gruppe B der ersten Division in der Sin League. Das heißt, jetzt geht es eigentlich schon darum, ne, sich im direkten 1 gegen 1 gegeneinander durchzusetzen und halt so im besten Fall den ersten oder zweiten Platz für sich schon mal zu sichern. Ja. Schauen, wie die beiden Teams das hier anstellen wollen. Ja, wir haben ja heute schon ein paar Entscheidungen, die anstehen. Also potenziell können zwei Teams heute schon nicht mehr die Playoffs erreichen. In dieser Gruppe hier wäre das Unicorns of Love. In einer anderen Gruppe wäre das dann Maus. Vor allem Maus, die in den letzten Season alles gestormt haben. Das ist halt schon eine ziemlich krasse Änderung. Ich meine, die anderen Teams sind besser geworden. Das war ein bisschen auch das Leidwesen von ESG. Na, die haben ja auch häufig gesagt, die anderen Teams haben einfach aufgeschlossen und so sieht es halt aus. Viele der aktiven Teams in der ESL-Meisterschaft oder Sin League haben sich halt einfach nochmal gesteigert. Ob nun durch Imports oder einfach Anpassungen am Roster, besseres Coaching. Da gibt es eine Menge Sachen, die sich geändert haben. Ja, das auf jeden Fall. Also man muss auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Natürlich Patches, das kann so viel ausmachen für ein Team. Wir sehen, dass Teams teilweise mit Patches nicht klarkommen. Don Arts jetzt hier mit dem Botlane-Gank. Das sehen wir sehr oft in letzter Zeit. Diese frühen Level-2-Ganks, aber Schalke kann das Ganze gut beantworten mit Jhin und Morgana. Stehst du doch recht sicher? Ja, sie haben halt hier einfach Black Shield. Jhin hat genügend Reichweite. In der Midlane sollte Syndra gut klarkommen gegen Zoe. Sie hat hier extra Cleanse dabei, damit sie halt keiner Gefahr läuft, wirklich die Zoe-Bubble-Kombo abzubekommen und da später zu sterben. Trotzdem hat Zazie natürlich selbst, gerade ab Level 6, gute Möglichkeiten, um Sertus im 1 gegen 1 sogar rauszunehmen. Und das sollte das Ziel sein. Big sollte im besten Fall Top-Lane und auch Mid-Lane im 1 gegen 1 gewinnen können. Mit Unterstützung von Donnerz, der muss natürlich aktiv werden. Aber wenn die beiden Lanes nach vorne kommen, dann hast du halt wirklich gute Möglichkeiten, das Ganze über einen Split-Push runterzuspielen und einfach runter zu snowballen. Und aktuell haben wir wieder so eine Meta, wo sich halt Teams, oder sagen wir mal, wo sich die Spielweise für Teams bezahlt macht, aggressiv zu spielen und zu snowballen. Weil du so schnell an Geld kommst, oder Gold kommst, wie schon lange nicht mehr. Ja, das stimmt. Die Turmplatten alleine geben viel, die Bounties. Also es ist sehr viel Gold im Spiel. Das Ganze muss man sich aber natürlich auch alles erstmal zusammensammeln. Mal schauen, welches Team das hier besser hinbekommt. Ah, schön, Yuxelot. Hat er gerade anscheinend ein bisschen Wut auf das Minion? Na, die Idee ist nicht schlecht. Du headbuttest manchmal einen Vasallen, um dann halt mit dem Knock-Up sicher am Gegner dran zu stehen. Ja. Angenommen, du headbuttest Jhin und Morgana kommt halt mit ihrem Black Shield und verhindert den Knock-Up, dann fliegt Jhin einfach nur weg und du kannst halt nicht wirklich was machen. Deswegen, es ist ganz gut, auf den Vasallen zu gehen. Das ist die Gefahr für dich da auch nicht so hoch und du triffst die Kombo halt eher. Top Lane sehen wir schon, White Knight kann ja auf jeden Fall die Reichweite ausnutzen. Oh, ja, schön ausnutschen. Ne? Schön ausnutschen. Gucken wir mal, was Venter dagegen machen kann, weil was ich noch nicht ganz sehe, ist, wie Javan gegen ihn klarkommen soll. Er hat zwar recht viel Burst, was Jace gefährlich werden kann ab Level 6 und mit einem Kados als Unterstützung, denke ich, könnte man da was machen, aber im direkten 1 gegen 1 sollte Jace immer die Oberhand haben. Ja, das auf jeden Fall. Sie haben auch gerade schon ein bisschen gesehen, Venter hat da Probleme gegenzuhalten. Alleine sein Mana-Haushalt hier scheint ihm da ordentlich zuzusetzen, ja, während Bright Knight natürlich ein bisschen solider ist, was sein Mana-Haushalt angeht. Also hat er ein bisschen mehr Sustain in dem Belang. Das zeichnet Jace in der Lane ja auch ein bisschen aus. Ich bin auch aufs alte Bild gespannt. Früher hatten wir ja immer noch die Träne bei einem Jace und ja, was weiß ich. Das ist schon lange her. Das brauchst du inzwischen nicht mehr. Jomos ist da deutlich besser geeignet. Na, Duskblade, wenn man wirklich die Poke-Variante nutzen will und da möglichst viel Schaden rumbringen will. Und ich glaube, das wird hier die Vorgehensweise auch von ja, White Knight sein. Zeige ja schon die Rune. Also wenn du Airy mitnimmst, sagst du meistens eigentlich, hey, ich will poken, ich schieße aus der Distanz mit dem Shock Blast. Ja, dann gibt es doch diese All-In-Variante, die sehen wir aber nicht so oft eben mit Elektrisieren. Das ist auch in Ordnung. Ja, hier haben wir gesehen, warum Morgana so gut ist gegen Alistar. Er springt rein und es passiert einfach nichts. Ja, ich glaube, es war so, wenn du deine W maxst auf Alistar, dann kannst du das Morgana schon eine gewisse Zeit lang brechen.
Aber nur solange du eben mehr Level in deiner W hast, wie Morgana an ihrem Schild. Genau, wenn sie halt ihren Schild nicht maxt. Ja. Und das kann sie sich hier in dem Matchup auf jeden Fall erlauben, weil du brauchst das Binding hier noch nicht zwingend. Kannst zumindest immer mal wieder ein paar Punkte reinsetzen. Kommt drauf an, ob man merkt, dass man auch ohne dagegen spielen kann. Na, dann ist das nicht ganz so relevant, aber generell, denke ich, ist hier Schalke besser damit beraten, wenn sie einfach sich Zeit lassen. Weil Jhin doch schon ziemlich gut scaled. Zoe macht extrem viel Schaden. Katos braucht man nicht drüber reden. Der Junge ist halt insane. Deswegen versucht er sich hier auch die ganze Zeit nur hochzufarmen. Könnte Richtung Toplane gehen, aber eher um die Golems zu machen, als um wirklich zu ganken. Bei Katos ist halt einfach kein guter Charakter, um zu ganken. Du hast einen Slow, das ist ganz angenehm. Du brauchst aber irgendwie CC auf der Lane, der die Gegner in deiner Q-Reichweite hält. Ja, das auf jeden Fall. Und bisher haben wir auch gesehen, er konnte einfach noch nicht ansetzen. Katos, du farmst. Und irgendwann kommt der Punkt, da drückst du Ult. Ja, das Meme ist ja momentan ziemlich stark mit dabei. Mit der Outplay-Button auf Katos. Mal schauen, wie wir ihn heute sehen und wie erfolgreich. Das können wir mal ein bisschen beobachten. Ansonsten bisher alles recht verhalten. Die Lanes neutralisieren sich da eigentlich recht gut. Am meisten Action ist, glaube ich, auf der Top-Lane, weil einfach Whitenet natürlich sehr aggressiv spielen muss mit dem Jace. Er versucht, Ventel natürlich klein zu halten, reinzudrücken. Und bisher klappt das ganz gut. Bei anderen Lanes bisher noch nicht so viel passiert. Ja, Donuts versucht immer die Wege zu finden. Ja, versucht auch zu counter-jungeln. Versucht seinen Lee Sin einfach auszuspielen. Das ist eben das, was auch gebraucht wird, ein aggressiver Lee Sin im Early Game. Aber die heiße Phase kommt vermutlich erst so um den zweiten Drachen rum, wenn man den ersten jetzt zunächst mal angeht oder ähnliches. So Minute 12, 13, 14, so Richtung Ende der Towerplatten. Da werden die Teams ja meistens ein bisschen schneller, weil sie eben versuchen, über Plays noch ein bisschen Gold mitzunehmen. Und für Lee Sin wäre es natürlich optimal, wenn er jetzt schon ganken könnte. Aufgrund der Lanes, also wie sie gerade stehen, kann er da aber wenig machen. Auf der Botlane drückt man schon ziemlich gut rein, zwingt die Gegner ab und an mal wieder unter den Turm. Jhin hat hier sogar Teleport dabei, um mit Ezreal gleichzeitig wieder auf die Lane zu können. Das heißt, kein Heal auf beiden Seiten, kein richtiger Combat Summoner. Macht da unten auf der Botlane nochmal ein bisschen gefährlicher für beide Seiten. Also ich glaube tatsächlich, wenn hier wenig passiert, ist das ganz gut für Schalke. Aber Big wird auch erst im Midgame, wenn so ihre Charaktere zwei Items haben, richtig stark werden. Da muss man dann halt aufpassen mit Lane. Zazie auch dabei, wieder Druck aus Süden, wieder rein zu pushen. Zoe schafft es hier nicht, ihren Hexter GLP zu treffen. Ist aber auch nicht so wichtig, ne? Ist halt einfach ein aufgehobenes Item, wenn er das mal daneben setzt. Oder zum Wave-Kill nutzt, ne? Das kann natürlich auch die Idee dahinter gewesen sein. Dann ist das komplett fein. Ja, das ist eben der Vorteil bei Zoe. Bin mal gespannt, wie es später funktioniert, einfach diesen Long-Range-Poke zu haben. Über Jhin, über Morgana, über Zoe. Und dann kommt einfach der Katos an und ultet im Endeffekt für ein Cleanup. Also, wenn Big da nicht aufpasst, kann das ganz bitter sein. Vor allem, weil sie jetzt auch nicht so die Frontline haben, muss man sagen. Also, ein Lee Sin könnte theoretisch off-tank sehen, weil wir sehen meistens in letzter Zeit diese wirklich offensive Variante. Ja, ein Alistar wird schon tanky, aber ist im Endeffekt nur der Support. Und der alleine reicht eben nicht aus. Also, mal gucken, wie man sich dagegen wehren kann. Auf der anderen Seite natürlich Schalke auch nicht mit der härtesten Frontline. Schafen wird wahrscheinlich auch eher offensiver bauen. Also, mal schauen. Die Fights könnten sehr blutig werden, sag ich mal. Ja, Jhin haben wir auch schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ich gehe davon aus, dass es wieder Crit-Jhin wird. Und da bin ich gespannt, wie der inzwischen mit den neuen Crit-Items synergiert. Hat er natürlich auch extrem hohe Schadenswerte. Und da wird ein Ezreal später ziemlich harte Probleme bekommen, wenn nicht so ein vierter Hit trifft. Der Flash war wichtig gerade. Wenn man da gesnared worden wäre, wäre es das gewesen, weil Katos war in Range für die Qs. Man versucht die Wave hier wieder besser zu clearen mit der Ezreal Ultimate. Auch wenn das nicht mehr so gut machbar ist wie früher, hilft es trotzdem, sich hier zu wehren. Eigentlich spielt Kasi das sehr, sehr gut, ne? Trifft zwischendrin immer wieder die W, antwortet mit einer EQ-Kombo hinterher, um mal zu poken, so gut es geht. Alistar kann ja nicht so viel machen gerade. Oh, Sassi versucht ein bisschen gegen zu traden, aber jetzt kommt eben die Zoe, Sertus. Ja, im Chat wurde schon ein bisschen geschrieben. Ja, wenn Sertus jetzt Zoe hat, das könnte schwierig werden für Big. Wir sehen gerade warum. Zum einen, weil der Chat so stark ist. Obwohl? Ja, doch. Das war's. First Blood. Das geht hier an Lurox. Das ist eben Katos in der Kombination mit Zoe. Das haben wir eben angesprochen. Und das hat super gut funktioniert. Ja, auf jeden Fall mit der Ulti den letzten Hit noch rausbekommen. Und jetzt gerade damit killmäßig hier Schalke vorne. Auf der Top-Lane will Whitenet das ändern und setzt Venter weiterhin unter Druck. Sollte nicht Tower-Diven, gerade weil Karpus in der Nähe ist. Whitenet kommt mit seinem Flash davon. Hatte Glück, dass Venter selber low war. Das war eine knappe Angelegenheit. Ohne sein Summoner war auch hier noch ein weiterer Kill gefallen. Vielleicht sogar für beide Seiten. Wie gesagt, Venter
hatte da auch nicht so viel Leben zur Verfügung. Aber Whitehead kann auf der Toplane bleiben und sich auch ein weiteres Plating holen. Also er kann seinem Job als pushender Charakter gerade gut nachkommen. Auch wenn er keine Kills kriegt, ist das immer noch okay. Lurox weiterhin auf der Toplane und sieht's auf der Minimap. Also Jace, er wird da nicht weiter pushen können. Hat schon einen ordentlichen Farmvorsprung. Die sehen mit Katus gleich auf. Na, beide haben ja bisher in dem Game hauptsächlich farmen können. Bisher, ja, bis auf die Toplane kein allzu großer Unterschied. Der Botlane liegt Ezreal dezent hinten, aber das ist zu verkraften. Mal sehen, was daraus noch wird. Tempo würde halt deutlich besser in die Karten vom Big spielen. Ja, also da... Dafür war eigentlich der Nissin da und da haben sie momentan die Probleme. Also, sie müssen selbst aktiv werden. Das passiert gerade noch nicht. Der Einzige, der wirklich ein bisschen Druck macht, ist White Knight auf der Toplane. Mal schauen, ob der Rest ihm das gleich tun kann im Laufe des Spiels. Das Tempo liegt aber gerade eher bei Schalke. Ja, zum einen drosseln sie es, aber jetzt in dem Moment, in dem sie sagen, okay, wir wollen den Drachen, gehen sie einen Schritt nach vorne, nehmen den schnell mit und das eben ohne Bedrängnis. Also keiner ist da, sie wissen, die Botlane ist in der Base, die Midlane kann nicht moven, weil wir Priority haben. Das war ein Free Drake. Bluebuff gibt es hier gerade auch nochmal for free für Syndra. Die freut sich, hat bisher aber noch nicht so viel machen können. Also bisher gehen die Picks vom Pick nicht hundertprozentig auf und auf der Botlane, eieieiei. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Akasi macht das gut, fängt da gerade mal zwei Hits ab. Den anderen konnte man ausweichen. Dadurch hier kein Kill für Schalke. Aber die Morgana macht halt viel wieder wett in der Lane gerade. Ja, da sieht man einfach, was das für ein Krieg ist. Oh, sorry. Donuts. Das ist nicht schlecht. Sertos, kann er das auf Plane, ist die Frage? Nein. Ach, niemals. Nicht, wenn man so weit unter den Tower gekickt wird und noch einen Tower-Hit drauf hat. Starkes Play von Donuts gerade. Und genau so musste als Lee Sin vorgehen. Er ist zwar ein blinder Typ, aber die Möglichkeit hat man gerade wunderbar gesehen und direkt wahrgenommen. Aber das Problem ist, dass wenn Lee Sin am Anfang nicht nach vorne kommt und am Anfang nicht sein Team nach vorne bringen kann, dass er dann halt später doch schon ziemlich stark abfällt im Verhältnis. Botlane wieder die Ezreal einfach nur, um die Wave zu clearen. Nachdem am Anfang Ezreal und Alistair die beiden waren, die Druck ausüben konnten und nach vorne kommen konnten, ist es jetzt so, dass Jhin einfach wieder die Oberhand hat. Hat auch seinen Doran's Ring natürlich dabei, da haben wir noch nicht drüber geredet. Da, die sind wieder da, Alistair mit dem Hextech-Flash und damit ja auch der nächste Kill für Big. Doran's Ring einfach nur die Variante für Jhin, wenn man etwas mehr pushen möchte. Zumindest am Anfang. Ja, und wir sehen, was passieren kann, wenn die Morgana eben mal nicht optimal ausgespielt wird, wenn der Alistair da durchkommt. Hat das Ganze mal gut gemacht, der Verbotlane von Big. Und sich dann den zweiten Kill im Spiel. Das ist ein Anfang, aber es ist eben noch nicht genug. Sie müssen weitermachen, sie müssen den Druck aufrechterhalten. Bisher sieht das noch nicht so gut aus, aber was nicht ist, kann er noch werden. Wie gesagt, White Knight macht auf der Toplane einen guten Job. Aber da fehlt noch ein bisschen was. Ja, wir sehen ja auch bei Winter nicht Tiamat. Wäre gut gewesen, um besser pushen zu können, mehr Wavekit zu haben, aber er kommt auch so gegen Jace sehr gut klar, was das angeht. Er hat sich für Phage entschieden, hat dadurch bessere Möglichkeiten, an Jace ranzukommen, einfach über den Movement Speed, hat aber auch einfach mehr Leben von Anfang an. Dazu dann die Stoffrüstung und die Schuhe, die Ninja-Tabi. Das bringt ihn in eine sehr angenehme Position. Er kann halt inzwischen deutlich mehr gegen Jace machen, wie man sieht. Jobbt zwar immer noch low, aber er kann halt länger durchhalten. Das ist das Wichtigste. Jace darf einfach nur nicht pushen. Jace darf einfach nur den Tower nicht kriegen. Und da versucht Vente jetzt einfach gerade gegenzuhalten. Ja. Vor Botlane farmt sich nicht immer noch alles ausgeglichen. Allgemein, wenn wir uns anschauen, nur Toplane wirklich mit einem deutlichen Unterschied. Da hält man gut mit. Ja, Vision wird auch weiterhin geklärt. Das ist momentan, das habe ich sowieso das Gefühl, auch wenn die Vision ein bisschen genervt wurde, der Kampf um die Vision momentan ist fast schon härter als je zuvor. Ja, vielleicht auch gerade deshalb. Jetzt müsste Toplane White Knight aufpassen. Na gut, das ist 1 gegen 1 gegen Venter, da passiert nichts. Also, jetzt nicht nur in den Nationalen Ligen, ist auch in der SCS. LEC ist super aufgefallen, die Teams achten einfach mehr auf diese Vision, weil anscheinend kriegen die Leute langsam mit, hey, wenn ich da Wards habe, weiß ich, dass da Gegner kommen oder kann eben auch Plays vorbereiten. Also, da scheint man so einen nächsten Schritt gemacht zu haben, zumindest gefühlt. In der Midlane will man sich hier jetzt den Vesper Tower holen. Das sollte man auch zu zweit hinbekommen. Zoe noch zu weit weg, um da eingreifen zu können. Damit auch der Vesper Tower hier für Big gerade. Und genau so muss das für sie laufen. Tempo, na schnell die Objectives kriegen. Na, Kills alleine reichen natürlich nicht. Du musst auch Türme mitnehmen. Und die sind jetzt gerade auf dem Weg hier Richtung Herald. Wenn man den auch noch bekommen kann, dann sieht es wieder richtig, richtig gut aus. Weil dann wird man einen zweiten Tower kriegen, wird nochmal mehr Gold bekommen. Und kann das Ganze langsam ins Rollen bringen. Die ersten Items sind auch ready. Ja, wir haben Ludens inzwischen bei
Syndra SW mit seiner noch nicht ganz gesteckten, aber ausgebauten Träne. Das sieht schon ziemlich gut aus. Bei Jace sieht so aus, als würden wir wieder mit Yumus anfangen und danach gibt es hier höchstwahrscheinlich direkt einen Black Cleaver. Einfach weil er hier auch das Leben braucht. Und Amorpen ist nie verkehrt. Problem verliert man tatsächlich den Turm. Man tauscht jetzt hier quasi Sideline-Turm gegen Sideline-Tor. Oh, aber Toppy kriegt man unter den Kill, denn Donnerz ist da. Und Vente hat damit nicht gerechnet. Big knüpft wieder da an, wo sie zuletzt aufgehört haben. Also die Jungs haben sich nochmal gemacht. Wenn man das zum letzten Split vergleicht, klar, es sind noch andere Spieler, aber an sich die Organisation hat einen guten Schritt gewagt. Und Donner hat es hier weiterhin mit 100% Key-Participation. Ich glaube, das musst du jetzt ein bisschen im Early Game auch haben. Zumindest in die Richtung gehen. Ja, die Aktion auf der Toplane war auch gerade extrem stark abgesprochen. Wir haben praktisch einen Jace gesehen, der erst Jarvan wieder unter den Turm gezwungen hat. Der Tower war dann so low, das heißt, der hat engaged an der Stelle auf Jarvan, hat sich dann einfach gekümmert um den Turm, hat den schnell vernichtet, bevor er irgendwie großartig Aggro kriegt. Und er hat Vente nach unten gehauen, raus aus der Wave, Richtung Nissin, sodass Donnerz dann auch mal die Q treffen konnte und ihn unterstützen konnte. Ich glaube, im 1 gegen 1 hätte White Knight auch gewonnen, aber so war es halt einfach ein super sauberes Play, wo halt wenig Risiko für Big bestand. Man gibt dir den nächsten Winddrachen ab, ist vollkommen fein, ist halt kein Objective, was dir wirklich mehr Tempo im Spiel bringt. Also Movement Speed schon, eigentlich gibt es dir schon Tempo, aber nicht das, was du haben willst. Du willst im besten Fall hier die Map weiter öffnen. Hast da schon gute Voraussetzungen geschaffen mit dem Midlane Tower. Und jetzt geht es halt darum, Vision aufzubauen und sich solche Dinge wie den nächsten Dach und vor allem den Baron später zu sichern. Was hier halt auch wichtig wird, ist einfach die Vision für Big, dass sie nicht gecatcht werden. Von der Reichweite und dem möglichen Catch-Potenzial von Schalke und dass sie selber gute Möglichkeiten finden, um einzelne Ziele rauszunehmen. Ja, wir sehen es schon. Also der Kampf um die Vision hier ist enorm. Big jetzt gerade natürlich im Vorteil. Ja, gerade in dieser Phase sind sie nur mal stärker. Deshalb nutzen sie das Ganze auch aus und stellen die Wards. Das Spiel ist nur gewisserweise mit einem Timer versehen. Klar, das Late-Game von Schalke ist gar nicht so signifikant besser, aber die Power-Specs kommen eben erst noch bei Schalke. Das heißt, sie werden erst noch stark. Und Big muss es irgendwie schaffen, mindestens bis dahin einen so großen Vorteil zu haben, dass es dann keine Rolle mehr spielt. Und da müssen sie jetzt eben noch ein bisschen mehr für tun. Ja, der Harrod war da zum Beispiel mal ein guter Schritt für. Jetzt Venter hier oben. Wir sehen im 1 gegen 1 keine Chance gegen White Knight. Ja, da wird der Hammer nochmal geschwungen. Flash am Ende raus. Die Q trifft dann nicht. Es reicht nicht ganz. Aber Venter da im 1 gegen 1 mit Problem. Da wird wichtig, dass er später fürs Team ein bisschen was reißen kann. Aber auch da, also. Jarvan ist jetzt nicht der beste Charakter, um im Teamfight später nochmal so viel anzurichten. Er ist zwar auf der Top-Lane, hat er nochmal seine Solo-Erfahrung und auch die nötigen Ressourcen über die Last-Hits. Auch wenn er jetzt als nächstes sowas wie Titanic Hydra zum Beispiel baut, also diese Off-Tank-Variante nimmt, wird er als Frontline nicht stark genug sein im Normalfall. Und auch sein Engage ist zwar gut, na, du hältst die Gegner fest, du hältst sie auf Abstand mit dem Kataklysmus, aber es ist kein richtiger Hard-CC und im schlimmsten Fall stirbst du halt direkt, nachdem du Engage landest, weil du selber nicht mehr rauskommst. Also, ich finde ihn nicht so... Es gibt bessere Picks, sagen wir es so. Ne? Ich finde die mit Katos zusammen ganz schön, so dass du dieses Burst-Potenzial wieder Fokus auf ein Ziel, aber Big hat halt eben nicht dieses eine Ziel, was du unbedingt töten musst, wenn Big mit einem Split-Push spielt. Weil dann wollen sie nämlich eher Jace einfach pushen lassen, der das 1 gegen 1 ja eh gerade zu gewinnen scheint, mit den anderen Charakteren die Gegner auf Abstand halten, poken und eventuell mal jemanden catchen und bursten mit der Syndra-Ulti. Oh, die Syndra-Ult macht inzwischen Damage. Ja, jetzt ein Katos auf Seiten von Schalke und das würde richtig wehtun. Ja, das macht Big hier sehr gut. Ja, der Kick oder der Insect von Donnerz ist nicht geglückt. Alleine wegen dem Blacksheet von Morgana, dafür ist sie da. Aber trotzdem eben sehr guter Fight. Ja, der Syndra-Stun hat gesessen, mehrere Leute getroffen. Und dann eben noch die Azure. Kartus Ult zusammen mit Shin und kann natürlich auch wehtun, aber wir sehen. Ja, da kommt man nochmal glimpflich davon. Also nicht so beschadet. Und dann aber hier sah sie auf Bravado. Das ist eben nur eine Support Morgana. Die hat ja nicht so viele Chancen. Jetzt White Knight im 1 gegen 1 gegen Vente. Er hat aber schlechte Grundvoraussetzungen. Sie sind raus und jetzt auf Zoe. Also wir sehen hier, beide Seiten haben auf jeden Fall das Potenzial, viel Damage zu machen. Und am Ende der Flash davon sah sie leider in den Snare von Jhin und das war's für ihn. Na, Mentea kommt jetzt von unten dazu.
Da muss Nuxolot aufpassen. Wird eingesperrt im Kataklysmus mit dem Flash. Kommt er nochmal über die Wand, aber nicht weg vom Snare von Jin. Oh, der Headbutt nicht schlecht, um den Katos auf Abstand zu bringen. Movement Speed über Jace. Da kommt Venter. Slow ist nochmal drauf und damit gibt's den Kill, obwohl es sehr lange gedauert hat. Aber solche Sachen dürfen Big natürlich nicht passieren. Haben hier nochmal pushen können, haben den Tier 2 Tower bekommen, aber Kills abgeben und damit selber nochmal hier den Gegnern Zeit geben zu warden, zurückzukommen. Ne? Vor allem auch Gold in die Taschen zu spielen, das ist nicht optimal. Nee, auf gar keinen Fall. Also, das war ein bisschen überschätzt. Ja, da haben sie sich ein bisschen zu stark eingeschätzt. Waren einfach zu greedy, muss man sagen. Sind so lange vorn geblieben, hätten nach dem Turm einfach gehen können. Aber das passiert, ja, darf man sich jetzt nicht von beeindrucken lassen, sind trotzdem noch goldtechnisch vorne, sind trotzdem noch in der besseren Position. Auch wenn Schalke natürlich inzwischen schon zwei Cloud Drakes hat, der nächste drauf steht auch an. Und da eine gute Win-Condition eben hat fürs Late Game, wenn sie jetzt noch einen Drachen bekommen, mit drei Drachen und später einem anderen Drachen, bist du super strong. Das nächste Ziel für Big sollte zumindest dieser Botlane-Turm sein, wir sehen auch schon, White Knight ist auf dem Weg, der hat nicht mehr viel, der T2-Turm. Und dann eben eventuell gleich der Fokus um den Drake, um danach um den Baron herum die Vision aufzubauen. Aber wir sehen schon, Schalke ist da wieder einen kleinen Schritt schneller. Und den nächsten Drachen abzugeben wäre natürlich extrem ärgerlich. Also zwei Drachen zu opfern, einfach weil man dafür Türme bekommen kann, ist an der Stelle vollkommen fein. Weil die Türme bringen dir im ersten Moment deutlich mehr. Aber wenn du es wirklich hier nicht schaffst oder halt einfach nur den Fokus auf gar keine Drachen setzt und dafür nichts mehr kriegen kannst auf deiner Seite der Map, das wäre unangenehm. Jace hier im 1 gegen 1, einfach extrem dominant. Jarvan kommt da gerade so nochmal davon. Man sieht aber wieder nicht den Katos. Das ist auch wieder nur ein Winddrache in Anführungsstrichen. Das heißt, es ist nicht ganz so schlimm, den abzugeben. Auch wenn es für Rotation immer ganz angenehm ist oder sowas wie den Split-Push natürlich auch. Dann ist das noch zu verkraften. Ich glaube, Big hatte hier einfach vor, den Drachen abzugeben oder hat vielleicht auch gar nicht damit gerechnet, dass die Gegner den Drachen machen, weil wie man sieht, haben sie im unteren Jungle keine Vision. Sie haben halt jetzt die Möglichkeit, Botlane Tower zu kriegen und Toplane unter Druck zu setzen. Dieser stetige Druck, den man da die ganze Zeit über hatte, führt jetzt einfach dazu, dass man zumindest ein klein wenig Schaden am Tower machen kann. Das ist natürlich für Schalke jetzt super angenehm mit drei Bergdrachen, Wolkendrachen. Ja, wenn du das Team ist, das verteidigen muss und dann eben schneller zwischen den Lanes hin und her kommst, kannst du ganz auch schneller verteidigen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Aber Big versucht jetzt zumindest erstmal weiter Druck zu machen. Vielleicht kriegen sie es ja trotzdem hin, da einen Turm mitzunehmen. Entscheiden sich aber gerade einfach dafür, in die Base zu gehen. Das heißt, man geht auf Nummer sicher. Aber nicht, dass ihnen diese Sicherheit im Endeffekt zum Verhängnis wird. Denn wenn sie es zu langsam spielen, dann, wie angesprochen, kommt der Katos gut ins Game. Irgendwann hat der Jin seine Items. Und dann muss man erstmal aufpassen, ob man da überhaupt noch eine Chance hat. Bisher hat Lurox zumindest schon mal Rabadon und sein Jungle-Item, also die billigere Ludens-Variante. Und damit tut er schon ziemlich weh. Wir haben ja, zwei, drei Stacks auf Dark Harvest. Liefert nochmal etwas Bonusschaden, während Don Arts inzwischen schon auf 2,5 Items unterwegs ist. Er hat sich für X-Drinker entschieden, damit eben dieses Burst und dieses Finish-Potenzial von Lurox nicht mehr ganz so stark ist. Hilft ja auch gegen Zoe. Ist eine gute Wahl, wird man hier wahrscheinlich nicht ausbauen direkt. Aber als Teil-Item an sich ist es halt schon mal sehr stark. Ein Großteil von Big liegt aktuell immer so ein halbes Item vorne, den jeweiligen Positionen. Also wir sehen, wie die zweite Träne wieder fleißig gesteckt wird. Und schon wieder Sir Nuxalot, den man hier catchen kann. Hätte sich die Ult an der Stelle ruhig sparen können, dass man da nicht rauskommt. War absehbar. Oder er hätte sie halt instant zünden müssen, um halt aus dem Snare rauszukommen. Das wäre eine Option gewesen. So gibt man da schon wieder einen Kill ab. Und das ist für die Combo von Big natürlich nicht optimal. Zwar kann White Knight immer noch pushen. Also man kann schon mal glücklich sein, dass er so weit in den Split-Push gekommen ist. Mit dem Tower-Damage hier wird es aber so knapp, dass er sich jetzt zurückziehen muss. Ja, aber wir merken, er ist weiterhin eben diese konstante Druckquelle auf der Botlane oder auf der Sideline allgemein, gegen die Schalke was machen muss. Wenn er alleine kommt jetzt gerade so klar, weil er Hilfe vom Turm hatte. Aber ich glaube, im 1 gegen 1 sollte White Knight immer noch die Nase vorn haben. Und das muss Schalke im Hinterkopf haben. Also wenn sie das irgendwie mal nicht rechtzeitig realisieren, dass er gepusht wird oder wenn der Turm vielleicht irgendwann sogar mal weg ist, dann bekommt Venter da seine Probleme. Und dann könnte man über White Knight das Ganze eventuell sogar carryen, beziehungsweise das als Win-Condition nehmen. Wir sagen, hey, wir haben den Split-Push, wir forcen Schalke einfach alle um den Baron rum und du pushst die Lane dadurch. Das wäre eine mögliche Option.
Das Ganze muss man irgendwie sauber ausspielen. Denn Split-Push ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Es ist nicht einfach nur jemand auf die Sideline schicken und pushen lassen. Ist es nicht. Sondern das ist einfach wirklich extrem schwierige Koordination. Nee, ist es nicht. Also kannst du schon machen, aber ist dann echt nicht gut. Funktioniert halt nicht so, ne? Sieht man halt häufiger in Solo-Queue in den loweren Elo-Bereichen. Wenn einfach jemand sagt, ich geh spitten, Leute, na, pusht allein an die Gegnerbase ran, der Rest des Teams ist noch in der Base, kann nirgends Druck aufbauen oder versuchen, die Gegner zu beschäftigen. Und dann wird geflamed, wenn man irgendwie stirbt, wenn man nicht weiß, wie das Ganze richtig zu koordinieren ist. Hier in Competitive ist das aber deutlich geiler. Ich finde auch Split-Push-Kombos, wenn sie richtig ausgespielt werden, sind sehr, sehr anschaulich. Teamfight-Kombos sind natürlich immer noch besser, weil da mehr passiert und haben einen höheren Unterhaltungsfaktor. Aber wenn du jemanden hast, der im 1 gegen 1 im Duell so stark ist, dass er Split pushen kann, dann hast du es immer nicht schlecht. Donnerz mit dem Kick, der war leider nicht hundertprozentig am Point. Der Schaden kommt durch. Am Ende so viel noch genutzt. Redemption ausgelöst, dann die Karte ist ult. Das ist jetzt die Kombo von Schalke gerade. Ja, man haut Range. Da alles drauf, man collapst komplett. Da kommt nochmal der Kataklysmus, das reicht aber nicht. Kasi jetzt hier, der muss raus. Kann er das kiten, das sieht nicht gut aus. Nyxel ist aber dafür die Hilfe. Venter mit der Kombo, das ist so gut gespielt von Venter oder gegen Venter. Aber es reicht im Endeffekt nicht zu Nyxel. Er macht da alles für seinen Lane-Partner und gibt dafür am Ende trotzdem noch sein Leben. Double-Kill für Sertus. Oh, Kasi hat, glaube ich, einen Auto-Tag nicht gemacht zwischendrin. Ist ein Stück zu weit gelaufen. Und dadurch hat Venter nochmal den Schild bekommen, hat das Ganze tatsächlich noch überleben können. Hier auch mit Aerie unterwegs übrigens. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen, dass Venter auch Aerie dabei hat. Gibt ihm nochmal einen etwas stärkeren Schild, wenn er schildet. Ja, weil du dir ja selber den Buff gibst. Gibt es nochmal zusätzlich den Bonusschild drauf und du kannst etwas aggressiver auch mit der Lanze traden und poken. Im direkten 1 gegen 1. Ja, wenn man hier den Katus am Anfang direkt erwischt hätte, wäre es ein cooles Play gewesen. So hat man da wirklich viel einbüßen müssen. Und auf einmal ist Schalke nur noch 2000 Gold hinten, haben hier natürlich die drei Drachen auf ihrer Seite. Und die werden fürs Late Game auch nochmal relevant, wenn wir uns dem Ahndrachen widmen. Jetzt kriegt man ja gerade mehr Sache, ist ganz angenehm. Was jetzt schon wichtig ist, wenn man auf die Minimap guckt, die Vision von Schalke ist extrem gut in den Baron aufgebaut. Kaum ein Spot, wo man irgendwas nicht sieht. Damit wird es jetzt natürlich auch dementsprechend schwer für Big irgendwas in die Richtung zu machen. Das muss der Kill sein. Ja, wichtig. Den hat man nicht geholt. Und so hat es eben auch schon laufen müssen. Da liegt es nicht ganz, jetzt haben wir es besser gemacht. Kriegt den Katus sehr schnell hier. Und das sind eben so die Momente, das sind jetzt Zeitfenster, in denen könntest du potenziell was anstellen. Zumindest die Vision erstmal für dich aufbauen, eben wenn du in der Überzahl bist. Das Ganze muss aber beim nächsten Mal zum Beispiel besser getimed sein, zu einem besseren Zeitpunkt, damit du danach eben den Baron oder den Drake bekommen kannst. Denn nur weil ein Katus tot ist, kannst du nicht einfach 5 Leute Richtung Baron schicken. Das reicht noch nicht. Ja, die Gegner haben so viel Poke, wenn du da am Baron-Pit stehst. Ja, das wird dann schon schwierig genug. Aber das ist schon mal ein guter Ansatz. So kann man weitermachen. Mal schauen. Zedrion jetzt hier mit dem Red Buff. Item-Technik ist der jetzt auch bei 2,5. Ich habe eben schon mal ganz kurz das Gold eingeblendet. Wir können aber auch rüber gucken, wie man so dasteht. Also wir sehen, auf Seiten von Big ist man eigentlich überall gleich auf, wenn nicht sogar vorne. Also sie müssen das Ganze immer nur weiter ausbauen. 2000 Gold sind's. Und da müssen jetzt eben weitermachen. Erstmal verlieren sie eventuell den Midlane-Turm hier. Mit der nächsten Wave könnte es schon gewesen sein. Die braucht es ja noch ein bisschen, die hat einen weiten Weg vor sich. Aber Schalke in einer guten Position gerade. Auf jeden Fall in einer deutlich besseren als bisher. Jace kann jetzt gerade auch nicht mehr wirklich in den Split-Push gehen. Er sollte gegen Venter immer noch gute Karten haben. Jetzt hat 2 Items, aber Jace liegt mit 3 inzwischen gut im Spiel. Das Problem ist, dass man gerade nicht mehr richtig gegen den Rest von Schalke klarkommt. Lee Sin wieder mit dem Flank versuchen, ne? Will da im besten Fall irgendjemand in sein Team kicken. Aber Donnerz, der wird hier eingeschläfert. Und zwar nicht auf die schöne Art und Weise. Das sind eher Albträume als gute, die er da gerade hat. Wahrscheinlich sieht er schon, wie man das Game hier verliert, wenn es so weitergeht. Man kriegt nochmal den Kill auf Jarvan Zoe, aber mit einem geschmeidigen Triple-Kill gerade. Ich glaube, es war sogar ein Pedal-Star, der da beide Kills mitgenommen hat. Und damit Quadra wird Sertus, der Chat hat schon angekündigt. Ne, und jetzt gerade sehen wir Schalke, wie sie ihre Kombo richtig ausspielen können. Das Game dauert zu lange, 30 Minuten. Und inzwischen haben wir 3 Items auf den Carries von Schalke. Zedrian wird da, wenn er in die Base kommt, auch nochmal seinen Statics ausbauen können. Das ist jetzt der erste Inhib. Ja, und der Superior Analyst, der Twitch-Chat, hat schon gesagt, Sertus auf Zoe könnte sehr gefährlich werden für Bacon. Das haben wir hier nochmal gesehen. Also, das war extrem stark gespielt. Nicht nur von ihm, sondern vom ganzen Team. Also, Schalke gespielt hat einfach die Comp, wie sie sie gedraftet haben, perfekt aus. Im Endeffekt verlieren sie nur Venter und bekommen dafür jetzt eventuell nicht nur diesen Midlane-Inhibitor, sondern auch noch den Baron.
Ja, Donnerz ist zwar auf dem Weg, sollte aber nicht rechtzeitig kommen. Und das sieht sehr gut aus jetzt für Schalke. Das Hinspiel hat Pink gewonnen. Ja, da sind sie als Sieger hervorgegangen. Aber vielleicht kann Schalke das zumindest hier für heute erstmal ausgleichen. Baron geht auch an die Redzeit, Jan Schalke. Donnerz nochmal drin mit dem Flash. Kickt Sertus davon. Whitehead kommt auch mit dazu. Zwei Kills geholt. Der Baron jetzt nur noch auf drei Charakteren. Aber man kann ein bisschen zurückfighten. Das ist nochmal ein Double Kill hier für Venter. Der muss jetzt aber selbst noch aufpassen. Der wird verfolgt von der Kuh. Aber man entscheidet sich im Endeffekt gegen den Chase. Jetzt nochmal eine S-Ult und das wäre es für Jin gewesen. Auf jeden Fall war der Baron hier nicht ganz sauber. Man hat da einige Dinge oder einige Spiele abgeben müssen. Und im Endeffekt sind Nuxilot hier gerade im Support-Paradies, kümmert sich nochmal um die ganzen Control Wards, kriegt nochmal etwas Gold zusätzlich. Braucht er auch, weil er hat immer noch nicht sein erstes Item fertig. Ja. Man merkt auf jeden Fall, dass Schalke gerade deutlich besser im Game steht und deutlich bessere Möglichkeiten hat als kurz zuvor. Jin jetzt gerade nicht nur mit seinem Statics-Schiff, sondern auch noch mit QSS, also der Quecksilberschärpe. Und damit ist er umso besser gewappnet gegen die Kombo von Rick, weil die haben halt nicht viel Hard-CC in der Form, nicht viele Engage-Möglichkeiten. Im schlimmsten Fall wirst du von einem Syndra-Stun erwischt und danach kommt der Follow-Up, aber das kann ihm ja an der Stelle schon nicht mehr passieren. Und die Magieresistenz hilft ja auch, nicht mehr gewone-shottet zu werden. Insofern ist man da wirklich gut aufgestellt. Javan auch mit dem GA hält also länger durch im Fight. Mit dieser Off-Tank-Variante mit Titanic, wo man nochmal etwas mehr Leben dazu bekommt, hat er auch im 1 gegen 1 keine Probleme aktuell. Also ich glaube, die Möglichkeiten von Big werden gerade verschwindend gering, wenn sie es nicht schaffen, irgendjemanden zu catchen, weil er Fehler macht. Ja, das stimmt. Also man könnte jetzt sagen, durch Fehler können Big ja auch noch alles gewinnen, das ist klar. Aber wenn Schalke das jetzt komplett sauber runterspielt, dann ist es in der Theorie so, dass sie das auch gewinnen. Also wenn wir jetzt wirklich vom perfekten Spiel ausgehen, dann kann Big das Ganze hier gar nicht mehr gewinnen. Aber Fehler sind da, um gemacht zu werden. Und es kann natürlich sein, dass hier nochmal was nach hinten losgeht. Fehler sind da, um gemacht zu werden. Ja. Den Spruch fand ich gut. Ist ja auch so. Ja. Man lernt aus Fehlern. Ja. Ja. Mhm. Mir könnt ihr glauben. Ich bin Fehler-Main. Ah. Ah. So ist das also, Clarks. Deswegen haben wir dich angestellt. Richtig. Damit wir alle von dir lernen können und deinen Fehlern. I see, I see. Ah, hier gerade nochmal die Redemption von Bravado, um sich nochmal hochzuhalten und bereit zu machen für den nächsten Kampf, der höchstwahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Minuten kommen wird, wenn man nicht downgepoked wird. Der Schaden von Azul natürlich auch alles andere als schlecht. Der hat uns down. Und das kann jetzt nach hinten losgehen. Man wird wieder chasen, tauscht aber eins für eins. Kasi. Kasi ist gerade so wichtig. Den darfst du nicht verlieren, weil sein Schaden als Azul hier mit drei kompletten Items, zwei davon sind die gesteckten Tränen, der zeckt schon ordentlich rein. Das zwiebelt. Ja, und das war jetzt gar nicht so gut für Schalke. Also das war so die angesprochene Sache. Sertus darf sich da so nicht catchen lassen. Ja, war nicht gut. Donnerz hat einen guten Job gemacht, aber auch Sir Nuxelot hier. Ja, das ist eben auch so eine Sache. Du musst dann eben auch diese Gelegenheiten nutzen. Das hat Bicky jetzt gerade getan. Darf aber immerhin Schalke jetzt mit dem nächsten Drachen. Das ist immer ein Ocean Break für sie, klar. Ist jetzt nicht die beste Auswahl an Drachen. So ein Bergdrache, ein Höhendrache da mittendrin wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber man nimmt natürlich, was man kriegen kann. Der nächste wird dann der Ahnendrache. Mal schauen, ob es überhaupt bis dahin noch geht. Ja, ob wir den überhaupt noch erleben werden in diesem Spiel. Gerade sieht es so aus, als könnten wir das noch erleben, denn das Spiel ist sehr ausgeglichen, immer noch, auch wenn Schalke natürlich einen kleinen Vorteil hat inzwischen. Ja, die Kombo von Schalke ist natürlich auch keine, die jetzt super safe das Ganze runterspielen kann. Sie haben selber keine richtige Frontline, bis auf den Javan halt mit seinem, wahrscheinlich Sterax als nächsten Item. Ansonsten bist du halt auch darauf angewiesen, dass du schaffst, wirklich Jin und Zoe auf Reichweite zu halten und zu poken. Also beide Teamkombos haben ähnliche Stärken. Und dann kommt es natürlich darauf an, wer das Ganze besser runterspielt. Ich finde immer noch Azrael mit der Double-Train-Variante und vor allen Dingen mit Trinity. Wir haben ja häufig Iceborne Gauntlet und Double-Träne. Aber mit Trinity hat er noch mehr Poke-Damage. Hier wird White Knight nicht rauskommen. Deswegen versucht er zu turnen, aber man sieht den Damage. Jin mit Crit. Das böllert. Na, das tut auf jeden Fall weh, wenn ich da die Four trifft. Und das, obwohl Javan hier, obwohl Jace hier eigentlich eher die Variante hat, die halt auch noch das Potenzial hat, Leute zu one-hitten in einer kompletten Rotation. Das schafft der Yield aber nicht. Hier wurde einfach überrascht. Und so nah an der Base ohne Vision rechnet man damit einfach nicht. Ah, da hatte man das Ganze ein bisschen ausgeblendet, dass dann eben doch mal jemand von der Seite kommen kann und so ein Kartus, der kann eben auf der anderen Seite der Karte stehen, der drückt trotzdem einfach nur kurz eine Taste und ist dann eben für den Kampf da auf der Botseite useful.
Wir sehen, Schalke kämpft jetzt wieder um die Vision, macht's ganz gut. Big müsste jetzt in ein dunkles Gebiet laufen, in den dunklen Jungle, wo sie keine Vision haben, um das Ganze eben zu contesten. Und das spielt Schalke in die Karten. Die gehen jetzt für den mittleren Inhibitor, der inzwischen respawned ist. Wenn sie den haben, dann ist das Ganze für sie natürlich nochmal ein bisschen offener, ein bisschen freier, ein bisschen ruhiger. Weil sie jetzt eben für 5 Minuten lang hier pushen können, beziehungsweise hier extra Druck haben. Wieder Vision, die man jetzt einfach nur aufbaut, um halt eben den nächsten Baron noch eindeutiger zu nehmen. Big muss jetzt halt sehr vorsichtig sein. Sie müssen eigentlich probieren zu warden, aber können nicht einfach so reinlaufen, weil wer von ihnen soll Facechecken? Wenn ich Sir Nuxelot, und der hat bisher schlechte Erfahrungen mit Facechecks gemacht. Glücklicherweise kein Follow-up auf die Trouble Bubble hier auf White Knight. Das wäre sonst sehr gefährlich. Da bleibt die Kamera auch extra auf ihm. Na, er ist gerade der Charakter mit dem wenigsten Leben. Und für Jace ist jetzt halt so der Punkt gekommen, wo man sich fragt, was soll er als nächstes tun? Es gibt immer die Möglichkeit, sowas wie GA zu kaufen oder so. Aber seine stärkste Phase hat er gerade mit diesem Item-Bild inzwischen hinter sich. Ja, also für ihn wird es nicht besser. Irgendwann haben die Gegner dann doch schon wenigstens ein paar Resistenzwerte. Klar, also ich habe schon angesprochen, bei dem Team werden es jetzt nicht so viele sein. Aber irgendwann ist der Jace-Poke eben nicht mehr das, was er so im Midgame ist. Ja, da ist natürlich ein bisschen nach. Und die Trouble Bubble, die sitzt. Du hast vorhin schon angesprochen, Ezreal ist super wichtig gerade für Baker. Also Kasi darf einfach nicht sterben. Der Schaden, der von ihm aus eben ausgeteilt wird, also von Ezreal eben kommt, der ist in den Fights hier extrem wichtig. No chance. Nicht contesten. Das geht nicht. Ja, der Katos Damage ist halt extrem hoch an isolierten Zielen. Und dadurch, dass der Baron hier ganz alleine dasteht und sich nicht zur Wehr setzen kann, kriegt man den ohne Probleme. Javon tankt das Ganze einfach nur. Und das spielt Schalke gerade sehr gut runter. Also Schalke Evolution, oder Schalke 04 Evolution heißt das Academy Team, die machen hier einen soliden Job. Und wenn sie gewinnen, wonach es gerade aussieht, dann kriegen sie ihren ersten Platz für kurze Zeit in ihrer Tabelle. Natürlich hat ESG heute die Möglichkeit nachzuholen. Die spielen nachher gegen Unicorns of Love. Aber es wäre schon mal ein Statement, sich da von anderen Teams abzusetzen. Vor allem, weil die größte Konkurrenz um die Spitze oder zumindest um einen Playoffs-Platz halt ESG und Schalke sind. Ja, also den Win bräuchte man auch auf beiden Seiten. Also das geht eigentlich wirklich für beide Teams. Weil man sagen muss, Schalke hat theoretisch die bessere Ausgangsposition, weil sie ja das Hinspiel gegen ESG schon gewonnen haben. Das heißt, da haben sie sich ihren Sieg geholt. Das war viel Damage, sondern geht trotzdem rein mit dem Insect. Aber währenddessen dahin nochmal Jarvan mit dabei. Schöner Knockup hier von Sinuxelot. Bisher noch keiner gestorben. GA von Donuts. Jetzt fällt er. Ist natürlich dann sehr deep. Und dann geht man nochmal nach vorne. Venter hat richtig Bock. Sinuxelot ist auf sich allein gestellt. Und das ist jetzt ein 5 gegen 3 mit Baron Buff. Und ich weiß nicht, ob Big das verteidigen kann. Ja, schön, wenn so Double Knockups sitzen und wenn Engages da sind, aber nur schade, wenn kein Follow-Up hinterherkommen kann, weil du einfach die Reichweite nicht überbrücken kannst. Da hat Donuts gerade rot gesehen, na, die Innenseite von seiner Augenbinde, und ist einfach reingegangen. Ich verstehe schon, warum man es gemacht hat. Das war gerade wirklich eine gute Möglichkeit, Alistair war dabei zu flanken, aber es gab niemanden, der mit dem Schaden hätte followen können auf die wichtigen Ziele. Jetzt verliert man hier den ersten Nexus Tower. Auch der zweite wird nicht lange standhalten. Jace nochmal mit einem starken Q, aber der Schaden einfach zu hoch. Zu zweit kann man das hier nicht mehr deffen. Und damit ist das der Sieg für Schalke Evolution oder Schalke 04 Evolution. Ich lasse mal das 04 weg, weil es leichter ist auszusprechen. Ja. Aber das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Das ist jetzt aber Schalke 3-1. Ja, das ist richtig. Eben. Macht zusammen 4. Das ist extrem insane. Gut. Aber ja, GT und Schalke haben das Ganze sauber runtergespielt. Es war ein geduldiges Spiel. So muss es mit der Teamcom machen. Das war nicht Bilderbuch League of Legends, weil es natürlich nicht perfekt war, aber kein Mensch spielt perfekt. Außer Fake. Nicht mal der. Nicht mehr. Nein. Sad. Es gibt natürlich einige Spieler, die wirklich gut sind und auf sehr, sehr hohem Niveau spielen, aber perfekt ist, glaube ich, wirklich niemand. Na, wir haben ansonsten gerade gesehen, dass Schalke, wenn sie eine Teamcomp haben, das Ganze einfach ordentlich runterspielen können, so sie wissen, was sie zu tun haben mit ihren jeweiligen Champions, haben sich jetzt auch nicht mega zurückgehalten und das Ganze probiert, nochmal super sicher zu spielen oder so, sondern im Endeffekt hat man halt gesehen, okay, wir sind jetzt gerade am Drücker, wir haben unsere Power Spikes, wir sind stark genug, wir können das Ganze durchziehen, und man hat irgendwann gemerkt, dass so der Punkt erreicht war, bei dem Big wenig machen konnte, bei dem ihre Champions dann einfach lange über dem Power Spike rüber waren, bei dem dann auch Fehler passiert sind, da waren einige dabei, die nicht hätten sein dürfen, und man sieht wieder, ich bin nicht der größte Freund von Lee, und man sieht warum. So, die Sinn
wenn er nicht am Anfang 5-0 geht oder so und das Ganze eiskalt runter snowballt, ist er halt am Ende gefühlt fast useless. Ja, Ich wollte nur sagen, es waren ein paar nette Versuche dabei, aber... Ja eben, das Problem war auch, du spielst gegen eine Zoe, du spielst gegen eine Morgana, wie willst du, also willst du jemanden kicken? Die sind alle zu mobil oder haben das Belch, einen Jarvan reinkicken, bringt ja im Endeffekt nichts, weil dann steht er in 5 Leuten drin, kann der Kataklysmus raushauen, also auch nicht gut. War nicht optimal umgesetzt, ich bin ein großer Fan von Lee, aber du hast schon gesagt, man muss ihn dann eben im Early aggressiv spielen, wenn man so eine schwierige Teamkampf gegen sich hat. Das hat jetzt nicht funktioniert, vielleicht fürs nächste Mal. Ich meine, ist ja noch nicht vorbei. Venter ist da. Ja. Dann move wir Venter. Denn wir haben natürlich wie jede Woche Interviews für euch. Und mal schauen, was Venter zum Sieg zu sagen hat. So. Hallo Venter. Hörst du uns, mein Junge? Hallo, ich höre euch. Einwandfrei. Na, optimal. Klags, kannst gucken. Ja, okay. Machen noch ein bisschen lauter und dann können wir anfangen. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. War ja am Ende doch ziemlich eindeutig, muss man sagen. Die Gegner waren da, glaube ich, so ein bisschen über ihre Powerspikes rüber. Was war so eure Intention hinter der Team-Kombo? Es war eine Menge Poke dabei, es war eine Menge Range dabei über Jhin und Zoe und Finish praktisch über Katos. Wolltet ihr es von vornherein eher über diese Catches und über diese Reichweite ausspielen? Als wir gesehen haben, dass die Gegner Jace gepickt haben, wussten wir, es gibt nicht wirklich eine gute Antwort drauf in einem 1-3-1-Szenario. Mhm. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir in einem Teamfight-Szenario dafür umso stärker sind und haben deswegen diese Comp gepickt. Ja, hat man auf jeden Fall gemerkt. Ne? 1 gegen 1 gegen Jace war unangenehm, möchte ich mal sagen. Wann war so der Punkt, wo du gemerkt hast, du kommst gegen Jace besser klar oder Jace kann einfach nicht mehr in den Split-Push gehen und muss halt beim Teamfight unterstützen? Um ehrlich zu sein, meiner Meinung nach konnte Jace das ganze Spiel lang Split-Pushen. Mhm. Wir hatten halt den Benefit davon, dass unser AD Carry TP hatte. Das heißt, wenn Jace Split-Pusht, können unser AD Carry und ich auf Jace ein Play machen und den töten. Und deswegen konnte er eigentlich im Endeffekt dann doch nicht mehr split pushen. Und das hat denen im Endeffekt wahrscheinlich das Game gekostet. Ja, das da können wir dir nur so zustimmen. Vielleicht von mir nochmal die Frage. Ihr steht jetzt 3-1, also ihr habt eine recht gute Ausgangslage. Es sind noch 2 Spiele. Ich glaube, ihr könntet höchstens noch für einen Tiebreaker abfallen, eben auf einen 3. Platz. Was sind jetzt so eure Ziele, wo man schon Richtung Playoffs gucken kann? Und wo wollt ihr hin und wo seht ihr euch vielleicht auch selbst? Unser Ziel, am Anfang hatten wir einen sehr schwierigen Start und wir sind immer noch nicht da, wo wir eigentlich sein wollen. Wir würden schon gerne gewinnen, aber unser Ziel ist eher das, dass wir das beste Team werden in den nächsten Wochen/Monaten. Vor allem, weil wir haben in der Woche ein Treffen in Berlin und dann gehen wir auch alle permanent nach Berlin, wo wir dann mit dem Main-Team interagieren. Und sobald wir das haben, ist unser Ziel auf jeden Fall, dass wir alles gewinnen. Ja, ihr zieht dann, glaube ich, auch ins Gaming-Haus, wenn ich mich nicht irre, ne? Nicht direkt ins Gaming-Haus. Wir werden uns dann ein Apartment mieten in Berlin. Ja, okay. Aber immerhin, ne? Es ist halt auch nochmal was anderes, als jetzt die ganze Zeit praktisch online zu spielen und halt nochmal so den Bezug praktisch zum Main-Team zu haben, ist, glaube ich, auch sehr cool. Meinst du, das wird nochmal einen großen Unterschied machen und euch nochmal ordentlich boosten, was die Moral angeht? Ja, definitiv. Okay, na dann das auf jeden Fall natürlich ein Punkt, wo man sich darauf freuen kann für die Zukunft. Ja, ansonsten drücke ich euch die Daumen für die weiteren Games. Was heute war ziemlich gut und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Abend. Von mir auch. Gleichfalls. Danke fürs Interview. Okay. Hau rein. Ja, klingt nicht schlecht für Schalke. Also Zukunft könnte da sehr gut aussehen. Die Zukunft. Die Zukunft. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Start für sie jetzt gewesen, ein guter Start in die kommenden Wochen. Was wir jetzt machen, ja, unsere nahe Zukunft ist eine kleine Werbung und dann haben wir das zweite Spiel für euch und zwar Ad Hoc Gaming gegen IQ. Wird auch super gut, auch da kann es schon Entscheidungen geben, also nicht direkt, aber ihr wisst alle, was das ist. Deshalb gehen wir jetzt in eine Pause, wir reden gleich drüber.